Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die bei unserem Bauprojekt Highway to Hell. Ich glaube, wir müssen die tatsächlich drei breit machen, damit man überhaupt sieht, dass das eine Art Straße werden soll. Sonst fällt das gar nicht auf, dass wir da irgendwas in die Landschaft getackert haben und das wollen wir ja nicht. Das soll ja schon so ein bisschen straßenmäßig hier auch rüberkommen, ne? Ich weiß zwar noch nicht, ob ich jetzt da hinten diagonal kann man ja hier irgendwie nicht gehen von der ist 12 Uhr. Von daher werden wir wohl irgendwie ein bisschen abknicken müssen oder sowas. Wir gucken mal. Hab mich ja auch nie als noch nie als Straßenbauer hier betrieben, betätigt. Du bist hier fehl am Platz, glaube ich. Ja. Oder war das nur wieder so ein Polygon? Ach. Aber dann wird natürlich der Asphalt, die Menge des Asphalts, ein bisschen arg wenig sein. Aber es wird ja drinnen noch was angelegt. Der Mischer bereitet uns ja ein bisschen Asphalt vor. Und schon wieder geht's rauf und runter. Aber vielleicht lassen wir das auch einfach so, dass ich da jetzt hier nichts großartig begradige, damit sich das einfach schön an das Terrain anpasst. So, ich habe doch direkt in der Tasche, dann mache ich doch jetzt hier einfach mal. Ich weiß immer nicht, wo der Unterschied ist zwischen diesen Böden, Rasenstück. Machen wir doch mal hier so einen komischen, was auch immer. So ein Rasenstück halt, ne? Das hätte ich aber schon gerne noch. Nein. Nicht angehoben. Ich verstehe es nicht. I don't understand that. Crazy shit. Also müssen wir es jetzt hier dann doch wieder irgendwie so ein bisschen so machen. Dankeschön. Dass wir das hier so ein bisschen runterdrücken. Dann haben wir da halt eben irgendwie so eine Begrenzung drin, dran, drum, bei, drauf, neben. Oh, aber das hier stört mich, das hier Strüpp. Gut, knarre bitte wieder hier rein, man weiß ja nie, wer oder was alles kommt. Also das hier ist auch geil, man kann das noch aufnehmen, bis es trocken ist. Puff. Weil ist jetzt die Frage, muss das hier nicht eigentlich weg dann? Also dass dieses Rasenstück da theoretisch zu viel war. Ich glaube nämlich auch. Boah. Da müsste hier vorne müsste noch. Ach, das ist alles jetzt die Stufe drauf. Okay, da jetzt wieder irgendwie nicht. Ist das crazy? Jetzt müssten wir hier irgendwie so diagonal rübergehen. Das heißt, Moment, ich setze jetzt hier erstmal kurz Asphalt. So, dann wäre also hier die Außenseite. Dann gehen wir einen noch nach da. Und einen nach hier. Wie sieht denn das dann aus? Wahrscheinlich vollkommen blöd. Könnten hier nochmal das wegmachen und Asphalt dahin machen. Und hier auch nochmal. Ich hätte gerne mal nichts in der Hand, dankeschön. Naja, anders kommt man ja hier so nicht rüber, ne? Als. Okay, ich schleppe zwei 600er Mäntel mit mir rum. Warum nicht? Kann man doch mal machen, ne? Oh ja, komm, mach erstmal den ganzen Rasen hier weg. Weil ich jetzt hier auch nie weiß, wie tief hat er denn wo gebuddelt. Weil hier ist noch oben drauf und hier ist schon wieder unten drunter. Wenn ich ihn da jetzt setze, dann kommt er ja oben drauf gesetzt.
So ist aber ganz schön tief. Kann man den vielleicht anheben? Oder na, absenken höchstens wieder, ne? Ja. Doch, ich dachte, wir kommen um diese Anpassung irgendwie drumrum, aber. Das, also, ne, Asphalt ist ja wunderbar, weil es sich so schön in die Landschaft einschmiegt. Das machen ja andere Materialien dann tatsächlich doch nicht. Die bilden ja immer so eine harte Kante. Aber dass man jetzt trotzdem hier noch überall dieses Begradigungsgeraffel hat, das ist irgendwie anstrengend. Das dachte ich, könnten wir uns irgendwie ersparen, indem wir Asphalt nehmen. Aber scheinbar wohl nicht. Zumal verstehe ich auch nie, wann ist die Kante für ich bleibe ebenerdig oder ich bin schon in der nächsten Stufe. Das will mir auch nicht so ganz in den Kopf hier. So, ist hier noch irgendwas, was begradigt werden muss? Ich erwähne gerne nochmal, ich hätte eine unheimlich gern so eine Planierwalze oder Raupe. Dampfwalze, Planier. Also ein Ding, womit ich hier rüberfahre und das macht alles platt, ne? Weil hier ist es noch und da ist es schon wieder und. Verrückte Welt hier. So. Weil theoretisch müssten wir ja selbst da, wo jetzt. Da hatte ich was gehört. Selbst da, wo jetzt die Erde nach oben geht, müssten wir sie eigentlich komplett wegschaufeln. Also auch wenn wir dann einen Abhang haben in der oder neben der Straße, weil alles andere wäre ja dann, das würde ja nicht funktionieren. Dann würde die Straße ja nach oben fließen oder sowas. Also fließen in Anführungsstrichen fließen. Eine Straße fließt ja nicht, ist mir klar. Ihr wisst, was ich meine. Das wird noch lustig. Dieses Terrain, ne? Nein. Ach, da hinten will er nicht hin, weil es dann schon wieder oben ist und nicht unten hier, ja. Ja, so in etwa sind wir hier ja gar nicht mal so schlecht vom Weg. Dann würden wir nämlich vor die Tür, also an die Tür treffen, sozusagen. Hier ist noch Erde. Und da ist das jetzt. Ist das jetzt tief oder ist das jetzt hoch? Das ist tief. Das ist gut. Sehr schön. Tief, tief. Wir asphaltieren den Zombies den Weg zu uns, damit sie es besser finden, schneller da sind, sowas. So, hier ist noch grün. Das müsste dann schon Asphalt sein, hoffe ich doch einfach mal. Das sieht man ja auch nicht immer so einfach, finde ich. Das ist der Vor- und Nachteil, dass sich das so wunderbar in die Landschaft einfügt. Vielleicht hätten wir vorher mit, wie heißen diese Dinger? Mit Holzrahmen irgendwie so ein Dings abstecken sollen, damit wir hier so eine einigermaßen gerade hinkriegen. Irgendwie so, wisst ihr? Ich glaube, hier ist jetzt schon Straße. Hoppala. Nein, Junge. So.
Okay, hier fließt es ja so ein Stück weit von selbst, wobei da kann man ja auch nochmal so Gekröse von der Seite wegnehmen, was einfach stört. Da ist jetzt die Frage, sitzen die Holzrahmen jetzt hier zum Beispiel? Das müsste doch Erde sein, ne? Ja. Und das hier, dass man das nicht sieht. Weil hier steht's auf Erde, hier steht's teilweise nicht auf Erde. Das müsste aber noch weg und das auch. Ist das jetzt hier schon Erde, die einfach nur... Na, das war okay. Ja. Nee, da darf eigentlich kein... Obwohl, wenn ich da Asphalt hinmache... Geht das dann? Es müsste ja eigentlich sich so ein bisschen hochschmiegen, aber tut es irgendwie auch nicht so richtig. Schwierig. Schwierig bis unmöglich. Aber damit glaube ich, jetzt mal den Stein da aufnehmen, Dankeschön. Damit könnten wir zumindest so im Ansatz eine Gerade hin, also eine gerade Schräge hinkriegen. Um uns jetzt hier einfach zu orientieren. Egal, man kann die Holzrahmen in den Stein setzen. Ja, warum auch nicht? Boah. Verläuft soweit gar nicht mal schlecht. Ah, hier geht der Boden wieder nach oben. Da müssen wir uns also doppelt ausschachten irgendwie. Na, würdest du mal bitte dazwischen sitzen? Dankeschön. Damit wir hier nämlich hier wieder auf die Ebene kommen, wo ich hin möchte. Das müsste nämlich auch die Ebene sein, mit der wir aufs Haus treffen. Falsch. Es ist die falsche. So, und jetzt haben wir hier... ich glaube, ich habe immer drei breit gemacht, ne? Kann das sein? So. Na, das kann ja heiter werden. Dann bitte hier noch mal. Na, das passt sich ja hier ganz gut. Und hier weiß die Erde wieder nicht, was sie mit mir machen möchte. Ab wo werden das jetzt dann hier nochmal? Also, dass man sagt, okay, jetzt müsste ich langsam in die Diagonale gehen. Hier vielleicht. Oder ich muss es dann einfach von hinten ausziehen. Block, dann werden wir so richtig schön am Baum vorbeischrammen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist, finde ich, gar nicht mal so dumm. Macht zwar jetzt viel mehr Arbeit. Und ich weiß nicht, ob uns das im Endeffekt auch wirklich viel bringt. Außer noch mehr Arbeit. Aber ich fühle mich dann auf jeden Fall irgendwie gerade etwas strukturierter und sicherer, dass ich hier wirklich auch irgendwas Adäquates hinzaubern kann. Na, der Baum steht doch super da. Geht doch schon fast gar nicht besser. Die Erde hier kotzt mich gerade ein bisschen an. Weil die sich jetzt hier überall anhebt. Das heißt, es wird dann rechts sehr, wie sagt man, steil werden. Also da gibt es da eine... So. So müsste das funktionieren. Ich gucke nochmal weiter nach Asphalt hier oben. Ne, dann kriegen wir an der rechten Seite ein großes Gefälle. Aber gut, dann ist das so. Ich würde gerne mal irgendwas in die Hand nehmen, was nicht ein Holzrahmen ist. Oh, apropos Holzrahmen, wir haben nur 28 davon. Wie sieht das hier aus? Das schmilzt so weiter vor sich hin. Da hat es nichts gebracht, okay. Mischer hier, was sagst du? Bist fertig.
Ich glaube, das wird nicht reichen. Kommt die nochmal weg hier? Warum bin ich hier jetzt so hungrig? War mir so kalt? Was war es, was mir fehlte? Stein hatte ich, glaube ich, genug. Schiefer habe ich auch noch. Es ist tatsächlich... Nee, ist es Sand, was mir gefehlt hat? Ach nee, ich habe ja einfach nur den Kram beiseite geschmissen, ne? Weil ich mir dachte, boah, gucken wir erstmal, vielleicht reicht uns das ja aus, was wir da haben. Ich würde, glaube ich, gern nochmal 250 ansetzen. Dann ist Ölschiefer, ja komm. Wir müssen zwar hier in der Alpha 16 noch ein bisschen Zeit verbringen. Achso, ich könnte vielleicht nochmal für den Fall der Fälle, mache ich jetzt hier einfach nochmal Rezepte, Rasenstücke. Einfach nur, falls wir ihn brauchen. Dann habe ich den schon mal am Mann und das Gute an dem ist ja, wir können ihn wieder aufnehmen. Das heißt, ich muss ihn nicht wegschaufeln. Das finde ich gut. Was wollte ich sagen? Achso, wir müssen ja hier in der Alpha 16 noch ein bisschen Zeit. Sind wir ja hier noch. Jörg. Ne, verbringen wir hier ja noch. Das ist von daher, sollten wir vielleicht nicht alles auf den Korb hauen. Umgekehrt werden wir hier auch nicht mehr so viel Zeit verbringen, dass wir jetzt sagen würden, wir müssten auf alles aufpassen, was jetzt hier so... ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Da kann man auch mal was riskieren und Ölschiefer auf den Kopf hauen. Und ich glaube, Ölschiefer kriegt man... Das ist, glaube ich, wenn man einmal eine Gegebenheit dafür findet, wo man das herkriegt, dann kommt man da relativ schnell dran. Von daher... Um der Ölschiefer wegen ist mir das jetzt nicht traurig. Da mache ich mir keinen Kopf drum. Eigentlich geht das Geschaufel ja schnell, ne? Wenn ich dieses blöde Gras oben drauf wäre. Was einem dann immer zwei Schläge kostet, statt einfach weg zu sein hier. Ich dachte, ich hörte etwas. Das ist immer... Dieser Schreckmoment, der Kopf sagt, ah, oh, da könnte was rein. Man hört es auf zu schaufeln, auf einmal hört der Wind auf und es herrscht Stille. Man wartet eigentlich nur darauf, ne? Dass es passiert, was auch immer es ist, aber man wartet darauf, dass es passiert. Gut, dass wir hier kein PvP spielen. Da würde man den Leuten nämlich dann sofort den Weg zeigen, wie sie zu dem Garten kommen, um da Raubbau zu betreiben und die ganzen mühselig angepflanzten Sachen abzuernten. Wobei, ne? Oh. Jetzt ist dir was wieder zu warm. Okay. Ich dachte gerade schon, da stünde ein Zombie hinter mir. War es einfach nur... War mir einfach nur warm. Ne, wobei, wenn man jetzt natürlich auf die Karte guckt. Karte, wo... Da ist sie, ne? Man sieht, also das Beet ist ganz klar ersichtlich. Von daher ist das, glaube ich, auch egal, ob man da einen Weg hinlegt oder nicht. So, ja, das nimmt doch schon mal Form an hier. Auch wenn es jetzt irgendwie hoch und runter und hin und her und... Ganz schön hügelig hier. Das ist so nervig, aber ich will jetzt hier auch keinen Hückelweg haben, ne? Das ist ja, soll ja schon einer echten Straße gleichkommen und die ist ja in der Regel im besten Falle glatt. Oder ich müsste davor hier dieses Schild aufstellen, Achtung, Straßenschäden oder sowas. Das ist ja... Das ist ja die günstigste Reparatur, die man machen kann. Man stellt einfach dieses Schild auf und sagt den Leuten, tja, wenn ihr da drüber heizt, habt ihr selber Schuld. Aber ich will das ja hier richtig machen. Das soll ja kein Fusch am Bau werden. Von daher wird dann nochmal nachgeplättet. Na, setzt doch mal bitte den Rahmen. Dankeschön. Aufpassen, dass wir hier nicht... Weil das natürlich irgendwie...
mit dem Holzgestänge hier außen rum, finde ich, sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich werde es natürlich abmachen. Das ist ja eine eingezäunte Straße. Ist irgendwie auch nicht so, dass wenn es hier im Spiel Leitplanken gäbe oder sowas, dann kann man sich bestimmt auch mit irgendwelchen Utensilien, die es hier im Spiel gibt, so ein bisschen zweckentfremden, dass es so aussieht, als hätte man Leitplanken. Nein. 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 Warum machst du das? Das war so nicht vereinbart hier. Der Timer nervt. Plopp. So, dann wollen wir das Stückel hier nochmal eben ein bisschen begradigen. Und dass jetzt schon wieder eine Folge rum ist, irritiert mich. 21 Minuten, weil ich stelle mal 21 Minuten ein. Das ist immer so ein bisschen, ne, bis man dann mal auf Aufnehmen drückt und vielleicht muss man sich dann vorher nochmal räuspern und bla bla bla. Ich will es ja auch nicht auf die Minute genau immer machen, das ist ja auch irgendwie, das ist doch auch nicht schön. Aber dass sie dann immer wieder so schnell vorbei sind, irritiert mich doch sehr. So, hier sonst noch irgendwas, was hier nicht so hingehört? Hier ist noch eine nicht asphaltierte Ecke, glaube ich. Kann ich die reparieren? Da brauche ich wahrscheinlich ja, Zement für. Ah, da war also dann schon Asphalt, okay. Sah jetzt nicht so aus, aber gut. Gott, das scheue Wirschen. Darin. Mal gucken, wenn hinhocken doof ist, dann machen wir es so. Was tut man nicht alles für ein gutes Foto? Und damit sage ich mal wieder. Zeit ist um. Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. In der Hoffnung, dass ich hier da die Straße dann auch wieder endlich mal fertig kriege. Das erfahren wir dann. Bis dahin. Tschüssi.